Die Spacer Destillerie Benriach, die gehört so wie Glenglassaugh oder Glendronach zu Brown-Forman, ein US-amerikanischer Konzern, den wir am ehesten durch seine Marke Jack Daniels kennen. Die hat nach dem Übernahme der Destillerie, die wurde von Billy Walker gekauft, ein bisschen eine Problemphase gehabt, wo man nicht so wirklich wusste, wo wollen die hin, wie wird es mit den Abfüllungen weitergehen. Das ist aber vorbei. Mittlerweile haben die eine wunderbare Standard Range, die reicht von einem sehr jungen 10-Jährigen bis hinauf zu einem sehr schön gereiften 30-Jährigen. Und aus dieser Range haben wir uns für heute den Benriach 21 ausgesucht. Ein mit 46% abgefüllter Single Malt, der, und das ist seine Besonderheit, aus vier verschiedenen Fasstypen stammt. Das erste ist Bourbon-Fass, ganz klar, dann Sherry-Fässer kommen dazu, es kommen französische Weinfässer dazu und Virgin Oak Casks, also Fässer, die noch nicht mit etwas vorbelegt waren, sondern ganz jungfräulich sind. Und diese Fassmischung gibt dem eine sehr interessante Komplexität, die man auch schon in der Nase hat, wenn man reinriecht. Ist das Erste, was man da hat, so eine gewisse Nussigkeit, die ich auch immer wieder bei Whiskys aus älteren Jahrgängen finden kann und die mir wirklich gefällt. Das Ganze wird noch unterstrichen von so Ledertönen und ja, fast so einer subtilen Rauchigkeit, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das nicht irgendwie zusammenhängt im Erleben. Es hat so getrocknete Früchte drinnen, die kommen wahrscheinlich von den Sherryfässern und eine gewisse Süße, insgesamt sehr ausgewogen, sehr schön, wirklich angenehm. Am Gaumen setzt sich das fort. Da haben wir zunächst mal so anflutend eine gewisse Süße und irgendwo legt sich dann auch wieder hier ein bisschen Rauch drüber, ein bisschen Leder. Wir haben Noten von Toffee, wir haben so, ja, ein bisschen Schokolade, eher milchschokoladenartig, nicht allzu dunkel. Und das Ganze sehr breit und komplex und sehr schön zum Nachspüren. Der Abgang ist nicht ewig lang jetzt, aber er ist doch sehr beeindruckend. Und hier kommen dann ein bisschen Fruchtnoten durch, die sich hier so anlegen. Aber auch hier wieder ein bisschen Rauchigkeit, aber ganz subtil wieder, nicht wirklich in den Vordergrund drängend. Sehr schöner Whisky, allerdings muss man dazu sagen, im Vergleich zu den jüngeren Benriachs auch deutlich teurer. Also man muss ein bisschen was auf den Ladentisch legen, um den zu bekommen. Wem es nicht stört, der hat damit einen wunderschönen Whisky. Und in diesem Sinne sage ich Ihnen danke fürs Zusehen und Slunch.